Wir sehen da vorne, sehen wir eine Riesenanzahl. Ja, ihr müsst euch doch ein bisschen beeilen. Die Polizei ist hinter euch, Wolfgang. Da hinten, guck mal, die Bullen kommen. Siehst du? Heute ist er vor euch. Von vorne. So, hier haben wir 71. Haben wir einen Ford-Pickup aus den USA, weil er auf der 52. Eine richtige Arbeitsmaschine. Die sind die Temperaturen durch den Pickup. Kapitän, Herr Franzel Mahler und Herr Dr. Friedrich Paulus Schröder. So, ein Triumph Spitfire. Ein schönes Auto gekommen, das interessiert mich brennend. Ein Vorbild im Ferrari, der wirklich viel Schuhe passt. Und das ist der einzige Wagen, mit dem großen Kofferraum hat. Wollen wir den mal aufmachen oder lass mal lieber zu? Ne? Also voller Schuhe. Also Kofferraum voller Schuhe. Gute Fahrt, tschüss. Die Polizei kommt. Herr Mensche, was macht die Polizei hier bei dieser Fahrt? Eigentlich jedes Jahr dabei. Ich darf vorstellen, 1, 2, 3 Fahrzeuge machen wir jetzt hier im Paket, alle mal mit Blaulicht. Das sind Fahrzeuge aus dem Polizeimuseum, aus dem Warburger Polizeimuseum, restauriert, instand gesetzt. Man hat dort mittlerweile 80 Fahrzeuge, die in diesem guten Zustand sind, von der Isetta angefangen bis zum Porsche, der Autobahndienste geleistet hat. Alles Fahrzeuge der Vergangenheit, Oldtimer, die in der Polizeidienst getan haben, die in vielen Filmen vorkommen. Auch Fahrzeuge werden also auch an Filmgesellschaften ausgeliehen. Im Fernsehen sieht man solche schönen Fahrzeuge. Und die Restauration läuft ständig fort und weiter. Was habt ihr jetzt im Moment in Planung? Was wird da im Moment gebaut? Fragen wir mal. Audi 100.
Baujahr 71, also im Moment ist im Wache ein Audi 100, Baujahr 1, also noch ein etwas schnelleres Gerät, kommt also auch noch hier durch die Zieldurchfahrt. So, ganz toll, 190er. Mustang. Nummer 46, ein Mustang, ein wahrhaft tolles Fahrzeug, das in den 60er, 70er Jahren auch im Motorsport unterwegs war. Ein kräftiges Auto, 200 PS unter der Haube, knappe 5 Liter Hubraum. Also so richtig Dampf auf der Achse in einem tollen BMW 1802. Ein Fahrzeug, das es dann noch im Computer 2002 gab, das 2002 D, ist heute auch noch dabei hier bei dieser Veranstaltung. Und also bitte ordentlich Applaus für eine Kuhhorn angepasste Melodie, das ist also so zum Einschwingen auf den Tangoarm oder geht doch gut, alles klar. So, es staut ein bisschen auf, ich muss ein bisschen schneller reden, werde ich erwarten. Ein schöner XK, ein Jaguar wieder. Ja, wieder stehen. Herzlich willkommen in dieser schönen Kurstadt Bad Wildung. Karte vorne mal, ich kann es aber auch abnehmen. So, mit der Nummer 6 haben wir natürlich mal wieder ganz was toll. Ein Hyundai Supra A, Baujahr 1932. Im Moment lässt er laufen. 125 Kubik. Ja, anspringen lassen nochmal. Gas geben, bitte Verständnis. Bitte hab Verständnis dafür, dass ich nicht jedes Auto so einzeln mehr durchschnacken kann, weil es staut sich und ich möchte nicht, dass hier die Motoren noch auf den letzten 300 Metern da noch Probleme durch Überhitzung bekommen. Wir haben hier wieder einen Citroën, wieder mit Renault Fluorin oder diesmal 25. Dieser Rinski ADAC Vorstand ganz seicht und ruhig mit ihrem Gatten hier unterwegs. Keine Probleme mit diesem schönen Auto. Wie Urlaub, Klimaanlage, alles Beste. Kein Klima, ach Gott. Oben Schiebedach auf. Also auch heute mit Bayern Fahrt und viel Vergnügen heute in der Falle, wie sich das gehört. Und alles gut gelaufen heute. Wunderschön, alles bestens. Das ist nicht so ganz zeitmäßig, aber naja, es ist. In irgendeiner Form einem bekannt sind, oder? Ich hatte mal bei einer Veranstaltung eine Polizei-Isetta dabei und dann kam jemand aus dem Zuschauerbereich und sagte, mein Vater war Polizist, mit dem Auto bin ich immer zur Schule gefahren worden. Also das sind immer so tolle Ereignisse, die man immer irgendwo wieder hört. Und deswegen ist das immer erfrischend, bei solchen Veranstaltungen diese tollen Autos zu sehen. Aber alles behalten, alles haben kann man nicht. Und deswegen, wenn man 5 Sätze da reinkippt und dann funktioniert das so. Was gar nicht, das Fahrt, er hält den Brief schon hoch, er weiß schon was kommt. Also Sepp Herberger war Erstbesitzer dieses Fahrzeug, das von Opel Classic zur Verfügung gestellt wird. Während der ganzen Fahrt den Brief hochgehalten oder nur an den Durchfahrtskontrollen. Ganz schwere Aufgabe, nicht nur fahren, auch damals den Glas 1300er und einen 1600er. Der 1600er wurde weitergebaut, der 1300er. So, ein schicker 107er Mercedes, klassisch blau. Ich nehme euch die Karte ab, die ist aber nach vorne, die viele Fremdfabrikate auch gebaut hat. Triumph, der Triumph wurde teilweise dort gebaut. Und hier. So, dann haben wir noch ein Fahrzeug dazu.